Daniel, what will be the first things you will do when you return to Earth? Over. Well, I think I feel I will smell the earth, the smell the wind, feel the wind, and probably eat something fresh, because I haven't eaten something fresh for a long time over. Ja, wir sind hier im Luitpold Gymnasium und heute war ein ganz großer Tag bei euch. Und erzähl mir mal, was da wirklich los war. Wir hatten heute Kontakt mit einem Astronauten, der sich gerade auf der ISS befindet. Das war Paolo Nespoli und es ist ein italienischer Astronaut. Und es war ein Jahr Organisation hat dahinter gesteckt, um dieses Event zu organisieren. Und wir sind damit die erste Schule in Bayern und es ist ein unglaubliches Event gewesen. Und ein W-Seminar hat das organisiert. W-Seminar ist das Fach, in dem man die Facharbeit schreibt, in dem neuen G8-Schulsystem. Also diese Schüler in diesem W-Seminar befinden sich kurz vor dem Abitur und haben als Projekt zusammen dieses Event organisiert. Ja, Daniel, und wie habt ihr euch jetzt darauf vorbereitet? Ein bisschen hast du schon was gesagt, aber das war ja nun etwas ganz Konkretes. Genau, das waren wahnsinnig viele Proben und wir waren gab es 19 andere Fragensteller und wir alle zusammen haben Ausflüge gemacht, haben viel geprobt und bei diesen Proben, wir haben uns vielleicht einmal die Woche getroffen in der Pause und haben dann wirklich ständig geprobt. Und wir haben auch eine Generalprobe gemacht und es war die genaueste Generalprobe, die es nur gab. Weil in dieser Generalprobe haben wir sogar die Antworten simuliert. Wir haben Antworten aus einem anderen Funkkontakt rausgeschnitten, des Astronauten, und haben die auf unsere drüber gelegt als Antwort. Hat natürlich nicht übereingestimmt, aber wir hatten schon mal das Gefühl, wie sich das dann in real abspielen wird. Und es war eine fantastische Generalprobe und wir hatten bei der Generalprobe selbst auch schon 5 bis 10 Kameras dastehen, um nur das zu trainieren, dass wir vor der Kamera stehen, dass wir uns an Blitzlichter gewöhnen und an Fernsehkameras. Okay, jetzt, das hat ja irgendwann mal angefangen. Und was hast du da eigentlich gedacht und gefühlt, wenn du sagtest, da will ich mitmachen? Zuerst habe ich gedacht, was, sowas an einer staatlichen Schule oder sowas überhaupt an einer Schule, es ist unvorstellbar gewesen, dass man da wirklich direkt zur ISS telefonieren kann. Daniel, hättest du denn Interesse, auch mal ins All zu fliegen? Ich denke, das wird früher oder später auch der Fall sein, dass die Entwicklung so weit ist, dass das mal gelingt. Nur das Einzige, was mich noch abschreckt, ist Start und Landung, weil vor allem der Eintritt wieder in die Atmosphäre ist was sehr Riskantes und vor allem auch der Druck auf den Körper beim Start und bei der Landung. Und das Weitere, was mich abschrecken würde, wäre vor allem der Preis. Ich glaube, das liegt jetzt bei über 100.000 Euro, um da einmal hochzukommen, nicht mal auf die ISS zu kommen, sondern nur einmal um die Erde rum. Und ich denke, das ist schon wahnsinnig viel Geld, aber warten wir ab, was in der Zukunft passieren wird. Ja, schauen wir mal, da gibt es ja dann vielleicht Schülerpreise.